Der Caravansalon in Düsseldorf, weltgrößte Messe der Branche mit der Neuheitenshow mit vielen innovativen Produkten und Weltpremieren. Die Zahlen beeindrucken. 600 Aussteller, 130 Caravan- und Reisemobilmarken und insgesamt 2100 Freizeitfahrzeuge. Der Caravansalon ist die Leitmesse und das Trendbarometer der Branche. Die Bandbreite und Produktvielfalt ist dabei so groß wie nie zuvor. Es hätte noch viele Premieren und Neuerscheinungen gegeben, aber wir können nicht alle auflisten. Kommen Sie einfach zum Caravansalon, da können Sie alles austesten. Eines der großen Themen? Wir haben aktuell 13 Hallen, 214.000 brutto Quadratmeter. Das ist sehr, sehr viel Raum und das sind sehr, sehr weite Laufwege. Und deshalb nehmen wir bestimmte Themen, die relevant sind für die Besucher heraus, bündeln sie an einem bestimmten Ort, sodass das für den Besucher einfach das perfekte Erlebnis gibt. Und das tun wir mit Caravaning Sports in diesem Jahr. Das heißt Fahrzeuge, die sich speziell mit dem Thema Sport, ob nun mit dem Kanu unterwegs sein, mit dem Bike, mit dem Motorrad, all diese speziellen Fahrzeuge, die es dafür gibt, zeigen wir an einem bestimmten Ort zusammen mit den Herstellern. Trotz Wachstum in allen Fahrzeugsegmenten versteckt sich in diesem Jahr nochmals der Trend zu kompakten Fahrzeugen. Kastenwagen haben in der Reisemobilproduktion mittelgroße teilintegrierte Modelle als Nummer 1 abgelöst. Die Kunden schätzen, dass sie sich noch leichter auf engen Straßen bewegen lassen und daher besser für Städtetrips und den Alltag geeignet sind. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Komfortoptionen, Ausstattungsextras und elektronischen Helfern. Weiterhin im Trend, Bedienpaneels steuern intuitiv Füllstände von Batterie, Wassertanks und Gasflasche oder auch die Innenbeleuchtung, das dann über iPad oder dem Smartphone abrufbar ist. Wer mit dem Wohnmobil bequem anreisen und campen möchte, der findet seinen Stellplatz auf dem großen Areal neben dem Fußballstadion von Düsseldorf, wo es tausende von Standplätzen gibt. Der Caravansalon beginnt am 31. August und endet am 8. September 2019.